Schönen guten Morgen, erstmal aus der Classic Analytics Zentrale hier in Bochum. Ich sehe gerade, wir haben immerhin schon 23 Teilnehmer, 24 jetzt schon. Es werden immer mehr. Wir können uns doch steigern. Ich bin gespannt. Und mein Name ist Frank Wilke. Ich bin der Geschäftsführer der Firma Classic Analytics. An meiner linken Seite neben dem Feuer sitzt der Herr Christoph Bichura, unser Leiter Marktanalyse. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir quasi den Opening Act für die erste Online-Oldtimer-Messe Deutschlands machen. Ich hoffe, wir bleiben auch der Opening Act und wir werden nicht zum Versuchskaninchen, aber wir werden auf jeden Fall probieren, das Ganze hier so gut wie es geht über die Bühne zu bringen. Erstmal ein ganz großes Lob und ein großer Dank an das Classic ToClicks Team inklusive OCC-Team. Ich finde das unheimlich klasse, dass jemand mal den Mut hatte, zu sagen, wir machen in Corona-Zeiten was anderes. Wir beklagen uns nicht darüber, dass die Techno-Klassiker ausfällt und dass andere Messen ausfallen. Wir gehen da einfach mal ein bisschen innovativ ran. Und ich denke, das habt ihr also bis jetzt hervorragend hingekriegt. Die Pressearbeit war klasse. Und wer wie wir schon mal reichhaltig Messen gemacht haben, der weiß, was es für ein Akt ist. Und was für ein Riesenaufwand dahinter steckt. Und da muss ich wirklich sagen, technische Betreuung, der Support von eurer Seite, absolut klasse und ist bis jetzt also wirklich wunderbar gelaufen. Ich habe noch ein kleines Grußwort auszurichten vom Generalsekretär des Oldtimer-Weltverbandes FIFA, dem Herrn Molard. Mit dem habe ich gestern kurz konferiert. Der wusste von dieser Messe bis jetzt noch nichts. Ich habe ihm mal ein bisschen kurz was darüber erzählt, auch über unsere Teilnahme. Er sagt auch, absolut tolle Sache. Die FIFA will sich demnächst auch ein bisschen mehr in Richtung Social Media aufstellen. Wahrscheinlich wird auch ein Abgesandter von denen einfach mal vorbeischauen bei dieser Messe. Also wirklich eine tolle Geschichte. Ja, Sie sehen schon an dem knisternden Kaminfeuer, was wir machen wollen, ist ein Fireside Talk. Wer vielleicht von Ihnen schon mal in den letzten Jahren unsere Messestände besucht hat, egal ob es auf der Techno-Klassiker war, auf der Retro-Classics oder auf der Bremen Classic Motor Show, der hat wahrscheinlich gemerkt, dass unser Messekonzept oft ein bisschen von dem abweicht, was andere machen. Wir sind jetzt nicht unbedingt diejenigen, die sich auf eine Bühne stellen, einen Vortrag halten, in der Hoffnung, dass es sie auch interessiert, sondern wir sind eher diejenigen, die mit dem kompletten Team vor Ort sind, die für Fragen zur Verfügung stellen. Denn letztendlich ist es das, was wir wollen. Wir möchten Feedback von Ihnen haben. Nur so können wir Produkte verbessern und nur so können wir Ihnen weiterhelfen, was das angeht. Ja, vielleicht, ohne jetzt einen großen Werbeblock zu schalten, ein paar Takte zu unserer Firma. Classic Analytics ist Deutschlands größte Oldtimer-Bewertungskette. Wir haben 813 Sachverständige bundesweit, die mit unserem Support Gutachten erstellen und Bewertungen, also die ganz klassischen Gutachten, die Sie aus dem Oldtimer-Bereich kennen. Einmal große Gutachten, einmal die bekannte Oldtimer-Kurzbewertung, die bei uns Classic Analytics Professional Check heißt. Und diese Leute unterstützen wir insofern, als wir nicht nur Zahlenmaterial liefern, sondern wir stehen in ständigem Kontakt mit denen. Das heißt also, wenn die Fahrzeugdaten zu uns schicken, checken wir Fahrgestellnummern, wir checken die technischen Daten, wir gucken quer über die Fotos drüber. Und es ist wirklich, es ist nicht nur ein Datenliefern, es ist ein regelmäßiger Austausch mit den Sachverständigen. Und unsere Bewertungen haben den Vorteil, dass sie von allen Oldtimer-Versicherungen anerkannt werden. Im Prinzip ist es so, wenn Sie einen Classic Analytics Professional Check haben, ist das so eine Art, ich nenne es jetzt mal, Generalschlüssel für die Oldtimer-Versicherung. Wenn Sie das haben, wird das von jeder Oldtimer-Versicherung in Deutschland, teilweise auch im Ausland, akzeptiert. Und es kann Ihnen also nicht passieren, dass da irgendwas zurückgewiesen wird, weil irgendeine bestimmte Versicherung in der Form nicht mit uns zusammenarbeitet. Das ist der eine Teil unserer Arbeit. Wir haben also nicht nur die klassischen Bewertungen im Programm, sondern auch ein bisschen innovativere Produkte, wie zum Beispiel den Homecheck. Das heißt also, das ist eine Online-Selbstbewertung, die wir vor ein paar Jahren eingeführt haben, die der Eigentümer des Fahrzeugs selber machen kann. Das heißt, er stellt Daten des Fahrzeugs zur Verfügung. Er handelt sich quasi an unserer Checkliste vorbei, vergibt Zustandsnoten nach unseren Kriterien, bekommt von uns die Basiswerte des Fahrzeugs mitgeteilt und schlüpft dann quasi in die Rolle des Sachverständigen und er vergibt den Endwert des Fahrzeugs. Ist ein gewisses Endrisiko bei, das ist uns durchaus bewusst, deswegen bieten wir das auch nur an für Fahrzeuge bis ungefähr 15.000, 20.000 Euro.
Und in den letzten Jahren kommen also immer mehr Versicherer mit diesem System auch zurecht. Das ist der eine Teil, die reine Sachverständigentätigkeit. Zweites Standbein unseres Geschäftes ist, wir arbeiten mit verschiedenen Versicherern direkt zusammen. Wenn Sie zum Beispiel auf die Seite der Hisbox oder der AutoSahn Classic gehen, dann werden Sie da Tarifrechner finden, wo Sie sich den aktuellen Tarif Ihres Fahrzeugs ausrechnen können. Diese Tarifrechner sind direkt online mit unserer Datenbank verbunden. Das hat für den Kunden den Vorteil, dass der Tarif, der ausgerechnet wird, immer tagesaktuell ist. Es kann also nicht passieren, dass der Kunde ein Angebot bekommt und nachher bei der Überprüfung stellt sich raus, dass der Wert doch ein bisschen anders ist. Das ist eben der Vorteil, den der direkte Zugang zu unserer Datenbank hat. Und ich denke, die engste Zusammenarbeit mit der Versicherung haben wir mit OCC. Da sind wir seit einigen Jahren offizieller Dienstleister. Das heißt, auch bei OCC ist es so, wenn Sie auf die OCC-Seite gehen, in den Tarifrechner werden Sie dahinterliegend unsere Daten finden. Und außerdem arbeiten wir mit OCC sehr eng im Bereich Datenbankprogrammierung, Datenbankstrukturen zusammen und überprüfen jährlich für OCC sehr, sehr viele Gutachten, Fremdgutachten, wie auch unsere eigenen. Und da erzähle ich, glaube ich, kein Firmengeheimnis. Es kommt immer vor, dass auch in unseren eigenen Gutachten von unseren eigenen Bewertungspartnern ein paar Unklarheiten oder kleinere Fehler drin sind. Diese Ehrlichkeit gehört dazu bei der Überprüfung, da stehen wir auch zu und wir sehen es als Qualitätskontrolle, das Ganze. Das war der zweite Punkt und der dritte Punkt ist die Zusammenarbeit mit den Medien. Wenn Sie also Zeitschriften nehmen wie Motorklassik, Youngtimer, Motorradklassik, Grip-Träumewagen und was es da alles gibt, dann werden Sie da regelmäßig unsere Zahlen drin sehen. Wir arbeiten insgesamt mit 14 Medienpartnern zusammen, sowohl im Inland wie auch im Ausland, in der Schweiz und in Österreich. Und das ist für uns eben auch eine gute Möglichkeit, unsere Zahlen zu publizieren und um Feedback von den Kunden zu bekommen, wenn die vielleicht der Meinung sind, dass manche Zahlen nicht mehr aktuell sind oder dass manche Modelle gepflegt werden müssten. Ja, das ist eben Zusammenarbeit mit den Medienpartnern. Das wäre es jetzt so im Groben von meiner Seite, was die Tätigkeit unserer Firma angeht. Ich sehe, wir haben also schon die erste Wortmeldung. Der Herr Gebert klickt sich gerade ein. Da würde ich jetzt mal draufklicken. Ich hoffe, es klappt. So, Sprecherlaubnis. Herr Gebert, hören Sie mich? Audio ein. Herr Gebert? Ja, entschuldigen Sie bitte. Ja, guten Morgen. Ah, okay. Habe ich Sie geweckt? Ja, genau. Ich bin gerade aufgestanden. Ja. Ich hatte mit Frau Bedul, der zweiten Geschäftsführerin von OCC, gerade noch ein kleines Gespräch. Wir tauschen uns hier. Wir haben hier alle Mitarbeiter, sind im Büro. Wir tauschen uns aus und ja, freuen uns ganz besonders, Sie begrüßen zu dürfen. Und bin total happy und stolz über diese Online-Messe doch. Wir kennen ja das ja eigentlich von Tagen. Und letztes Mal haben wir es gesehen in Bremen, ne? Das war in Bremen, genau, richtig. Bremen ist im Motorshow, ja. Ja, also was fehlt natürlich die Fahrzeuge, der Geruch, diesen Geruch von alten Dingen, dass vielleicht, wenn wir die sechsten Sinne noch in so eine Online-Sache reinmachen können, dass es auch noch aus dem Bildschirm riecht, dann haben wir alles geschaffen. Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Tag. Ich bedanke mich auch für Ihre sofortige Bestätigung. Sie waren einer der Ersten, die gesagt haben, klar, sind wir dabei, machen wir mit, probieren es aus. Und ich glaube, darum geht es heute. Das ist die allererste Oldtimer-Online-Messe. Ich glaube, hätte man vor 3 Jahren gesagt, man macht eine Online-Messe für Oldtimer, hätte man uns komplett für verrückt erklärt. Jetzt merkt man, oh, das ist für viele jetzt normal geworden. Und ja, das ist die allererste. Und von daher, ich freue mich, dass das Bild ist, dass das Feuer hinter Ihnen brennt und nicht aufgegangen ist, dass der Ton an ist, ich Sie verstehen kann, die Bilder sind gut und die Technik ist stabil. Ja, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ein gutes Gelingen an dem heutigen Tag. Ich freue mich, definitiv. Klasse. Ja, prima. So, gibt es soweit weitere Fragen von Ihrer Seite? Sonst habe ich hier einfach einen Fragenkatalog von Fragen, die wir also schon bekommen haben im Vorfeld, als wir das Ganze hier ein bisschen ausgetestet haben. Da kann ich jetzt mal eben drauf gehen. Kleinen Moment. So,
Ja, die erste Frage war, das ist natürlich klasse, wie wird man Marktbeobachter? Das ist wirklich eine, ja, tolle Frage. In meinem Fall ist es relativ einfach. Man studiert Jura, macht das erste und zweite Staatsexamen, geht dann in den Staatsdienst und sieht plötzlich die Anzeige des damals führenden Oldtimer-Marktbeobachters in Deutschland. Man bewirbt sich dort und auf einmal fragt dann der Chef nach dem Vorstellungsgespräch, wann soll sie denn anfangen? Ja, ich habe angefangen, bin dann 10 Jahre dann bei dieser Firma geblieben, einmal in der Doppelfunktion als Marktanalyst und als Justiziar. Und ja, ich habe es bis jetzt nicht bereut. Und ich glaube, das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch die verschiedenen Mitarbeiter von uns. Es ist also sehr breit. Du bist Ich bin Zahntechniker. gelernt erstmal ja. Richtig, genau. Genau. Genau, richtig, ja. Wir haben also dann einen Zahntechniker, wir haben, glaube ich, einen Diplomkaufmann, wir haben einen Magister für Technikgeschichte. Und Sie merken schon daran, was uns alle vereint, ist einfach die Leidenschaft für das Auto. Da haben sich die meisten von uns also schon in der Kindheit mit beschäftigt. Manche ein bisschen mehr technisch, wie der Herr Pichura, auch durch seinen Vater geprägt, der auch im Rennsport aktiv war. Bei mir kam es durch meinen Großvater, der über ein paar Jahrzehnte Chauffeur war und mir also viel von alten Autos erzählt hat. Ich bin also mehr derjenige, der sich für Technikgeschichte oder Automobilgeschichte interessiert. Und unser Team macht das Ganze jetzt seit ungefähr 20 Jahren, was den Vorteil hat, dass man natürlich in dieser Zeit ein sehr, sehr großes Netzwerk von vertrauenswürdigen Partnern aufbaut, auf die man sich bei der Marktbeobachtung dann auch verlassen kann. Ja, das zu der Frage, wie wird man Marktbeobachter? Weitere Fragen von Ihrer Seite? So, Schön, niemals da zu sein. dann kann ich hier nochmal den Katalog von vorhin weiter abarbeiten. Da kam die Frage, was ist der Unterschied zwischen einer Kurzbewertung und einem ausführlichen Wertgutachten? Sache für dich oder soll ich es übernehmen? Wie du möchtest. Ja. Also die Kurzbewertung, wie der Name schon sagt, ist einfach kurz drum herumlaufen. Das Fahrzeug grob in Augenschein nehmen, eine Zustandsnote festzustellen und dann die Kurzbewertung erstellen. Die umfangreiche Bewertung, im Gegensatz zu der Kurzbewertung, selbsterklärend, das Fahrzeug wird umfangreich geprüft. Es wird auch auf die Hebebühne genommen, es wird auch technisch untersucht, es wird auch Probe gefahren, Aggregate werden geprüft. Geht dann mehr ins Detail praktisch. Am Ende die Zustandsnotenvergabe erfolgt praktisch nach dem gleichen System. In der Kurzbewertung finden Sie keine bessere Zustandsnote als in der umfangreichen Bewertung. Was sich ändern, ist einfach nur die Prüfpunkte und die Genauigkeit der Bewertung. Ist nicht für jedes Fahrzeug ein Muss, ist aber eigentlich empfehlenswert, falls man größere Investitionen getätigt hat, Restaurierungsarbeiten durchgeführt hat und so weiter. Und Aber mehr eigentlich. ich denke, vielleicht ist das auch der Punkt, der uns ein bisschen von den klassischen Bewertungsorganisationen unterscheidet. Früher kannte man in der Regel nur großes Gutachten, kleines Gutachten, eben die Kurzbewertung. Das ist jetzt nicht das, was wir für ausreichend erachtet haben. Wir haben dann eben vor einigen Jahren noch ein paar andere Produkte eingeführt. Das heißt also diesen Homecheck, den ich gerade schon angesprochen hatte, diese Oldtimer-Selbstbewertung. Und da hatte jetzt jemand die Frage gestellt, ob dieser Homecheck ein Gutachten oder eine Kursbewertung ersetzen soll. Definitiv nicht. Dafür ist es überhaupt nicht gedacht. Aber Credo unserer Firma ist einfach, dass Sie bei uns die Bewertung bekommen, die für Sie in dem Moment sinnvoll ist. Wenn Sie zum Beispiel, um jetzt bei dem großen Gutachten zu bleiben, wenn Sie zum Beispiel ein sehr hochwertiges Rennfahrzeug haben, das eine relativ komplexe Geschichte hat, dass man deswegen nicht nur technisch, sondern auch historisch dokumentieren sollte, dann gibt es eigentlich keine andere Möglichkeit, als für so ein Fahrzeug ein ausführliches Gutachten zu machen, wo teilweise vielleicht sogar, wenn es in den Vorkriegsbereich reingeht, metallurgische Gutachten erstellt werden und eben wo diese Geschichte genau hinterfragt wird. Das gehört einfach dazu. Wenn Sie auf der anderen Seite
ein VW Derby haben von 1978, der im wunderbaren Zustand ist, der aber in dem Sinne keine individuelle Geschichte enthält, dann reicht für dieses Fahrzeug bei den meisten Versicherern eben auch dieser Homecheck, die Selbstbewertung, die sie basierend auf unserer Checkliste für die Zustandsnoten und basierend auf unserem Zahlenmaterial selber erstellen können. Wenn Sie selber das Gefühl haben, das ist mir ein bisschen zu wenig, ich möchte, dass da ein Sachverständiger drüber guckt, dann ist das überhaupt kein Problem. Sie können jedes Fahrzeug bei uns bewerten lassen und sagen, okay, ein Homecheck würde ausreichen, ich möchte aber eine Kurzbewertung machen, ich möchte, dass ein neutraler Dritter da drüber schaut und ich möchte, dass das Fahrzeug einfach ein bisschen besser dokumentiert wird. Das ist also kein Problem dabei. Und ich denke, die umfangreichste Form der Bewertung, die wir anbieten, ist das Wiederaufbaugutachten. Das lohnt sich in erster Linie, wenn Sie Fahrzeuge haben, die entweder extrem umgebaut sind oder die sehr hochwertig sind, eben eine spezielle Geschichte haben und gerade frisch restauriert wurden. Dann lohnt es sich also wirklich, da ins Detail zu gehen, wenn Rechnungen vorliegen, diese Rechnungen zu addieren. Und dann können Sie das in der Regel bei Oldtimer-Spezialversicherern auch zum Wiederaufbauwert versichern lassen. Das sind im Prinzip die Varianten, die Sie bei uns haben. Ganz am Anfang von unseren Leistungen steht einfach die simple Preisauskunft. Das heißt, Sie finden auf unserer Website ein Online-Tool. Da sind aktuelle Oldtimer-Preise für ungefähr 4000 Oldtimer-Modelle drin. Die werden angegeben in den Zustandsnoten gepflegt und mäßig. Das muss dann auch für die kostenlose Auskunft erstmal reichen. Und ich denke, das ist in Europa die umfangreichste Auskunft über aktuelle Oldtimer-Preise, die es gibt. Ja, jetzt hatten wir hier eine Wortmeldung. Ich klicke mich mal eben da rein. So. Da möchte jemand was sagen, kam aber nicht. So, ich habe ein paar Fragen, sind jetzt online eingegangen. So, ich nehme jetzt erstmal die Frage von dem Herrn Lehnen, Deutscher Oldtimer Club. Stefan, ich grüße dich. Begleiten Ihre Sachverständigen jemanden auch beim Kauf, vor Abbesichtigung, wenn man selbst technisch nicht so firm ist, Kaufinteressierte eine Hilfe? Ja, das machen sie auch. Und ich denke mal, das ist ein ganz großer Markt für die Zukunft und eine Geschichte, die häufig übersehen wird. Wir kriegen also viele Anrufe von Oldtimer-Begeisterten, die sich eben in der ersten Begeisterung ein Auto gekauft haben und die jetzt feststellen, dass das leider nicht so ist, wie es der Anbieter im Internet oder woanders beschrieben hat. Und da gibt es natürlich immer die Möglichkeit, unsere Sachverständigen in diese Geschichte einzubinden. Und auch da haben wir wieder den Vorteil, durch dieses große Netz von 800 Sachverständigen bundesweit fallen natürlich in unserem Fall sehr geringe Anfahrtkosten an. Das heißt, wenn Sie in Hamburg wohnen, Auto steht in München, dann können Sie einen unserer Sachverständigen anrufen. Der guckt sich den Wagen an und das muss auch nicht unbedingt in ausführlicher Gutachtenform geschehen. Wir haben also viele unserer Sachverständigen, die so eine Art, ich nenne es jetzt mal, Vorabbesichtigung anbieten. Die fahren zu dem Fahrzeug hin, gucken sich den Wagen basierend auf unserer Checkliste an, machen eine Fotodokumentation, schicken diese Fotodokumentation per E-Mail an den Kaufinteressenten und können quasi sofort an dem Abend Antworten auf die Frage geben, lohnt sich die Hinfahrt oder nicht. Und das ist in der Regel, ist sowas mit 150 oder 200 Euro abgetan. Und wenn man jetzt also mal überlegt, wenn man sich einen Tag Urlaub nimmt, Fahrtkosten hat, dann ist das also eine Geschichte, die sehr, sehr sinnvoll ist. Und eigentlich von den Sachverständigen, aber auch von uns, da muss ich uns ein bisschen an die Kandare nehmen, auch von unserer Seite noch nicht so beworben wird. Ist ein Riesenmarkt, aber irgendwie traut sich da im Moment keiner dran. So, jetzt habe ich noch eine Frage von dem Herrn Merker. Wie entwickelt sich der Markt zu Corona-Zeiten Ihrer Meinung nach und wie wird der Markt sich in Zukunft entwickeln? Naja, für die Zukunft, da bräuchten wir jetzt quasi die Glaskugel, die haben wir nicht.
Wie sich die Corona-Situation weiterentwickelt, kann keiner sagen. Wenn es so weitergeht wie jetzt, dann denke ich mal, dass in wenigen Monaten wieder größere Ausfahrten möglich sind und dass wir auch im nächsten Jahr wieder Messen haben. Die ersten Messen sind ja schon angekündigt. Dummerweise liegen Anfang Februar nächsten Jahres die Bremen Classic Motor Show, die Retro Classics und die Retromobil Paris auf einem Punkt. Aber wie sich das in Zukunft entwickelt, man wird es nicht sehen. Ich will zu dem Punkt auch nicht ganz so ins Detail gehen, weil ich im Programm gesehen habe, dass sich der Norbert Schröder vom mittlerweile TÜV Süd dieser Geschichte auch angenommen hat. Dem will ich jetzt also nicht in die Parade fahren. Vielleicht kurz ein paar Takte dazu, was wir bis jetzt dazu festgestellt haben. Es sieht also so aus, dass die Situation auf der Händlerseite in Amerika, in England und in Deutschland wesentlich anders ist. Also die Händlerstimmen, die wir bis jetzt in Deutschland eingefangen haben, die sagen, es hat sich seit Anfang des Jahres eigentlich nicht viel verändert. Das Jahr ist im Januar und Februar mäßig oder verhalten gestartet. Dann konnte man ungefähr von Mitte März bis Mitte April ohnehin nichts machen. Das heißt, der Markt war gar nicht da zum Beobachten. Und dann ist es Mitte April, im Mai und im Juni relativ normal weitergegangen. Es gab da also keine Ausschläge in irgendeiner oder anderen Richtung. Das ist in England und Amerika anders. In England und Amerika scheint sich also wirklich so eine Art Kaufstau gebildet zu haben, weil teilweise dort die Einschränkungen, was die Beweglichkeit anging, ein bisschen restriktiver waren hier als hier. Ja, da hat es dazu geführt, dass spätestens ab Mai bei den englischen und bei den amerikanischen Händlern also wirklich ein Run auf Oldtimer eingesetzt hat, nicht unbedingt auf hochwertige oder auf besonders hochpreisige, aber auf die Mittelklasse Oldtimer, die irgendwo zwischen 15.000 und 80.000 Pfund oder Dollar liegen. Und wenn ich mir die letzten Auktionsergebnisse angucke, vielleicht ist das eine Sache, die vielleicht noch die Situation am besten widerspiegelt. Die ersten Online-Auktionen haben schon stattgefunden im März. Die waren eigentlich geplant für den Concours Amelia Island. Da hat man innerhalb von 14 Tagen eine Live-Auktion in eine Online-Auktion umgewandelt mit mäßigem Erfolg. Man hatte also eine Verkaufsquote von 30%. Das ist wirklich nicht viel. Und die letzten Auktionen, die hier in Europa gelaufen sind, bei RM Sotheby's, diese Driving into Summer-Auktion, das war ein absoluter Erfolg. Da hatte man also schon eine Verkaufsquote von 70% und in der Preisklasse über 500.000 Euro war die Verkaufsquote sogar 83%. Das heißt, das Interesse ist durchaus da und den Vogel abgeschossen hat, glaube ich, vor 2 oder 3 Wochen eine Auktion von Silverstone Auctions in England. Die hatten eine Verkaufsquote von 91%. Und ich glaube, 70% aller Fahrzeuge sind dort über Estimate verkauft worden. Also man sieht, der Markt hat sich in der Corona-Zeit aufs Internet verlagert. Wichtig bei den Auktionen ist, dass die Fahrzeuge ausreichend dokumentiert werden, eine genaue Zustandsbeschreibung und dass ausreichend Bilder vorab eingestellt werden. Und dann kann das klappen. Wenn man also sieht bei RM, da wurde vor 14 Tagen ein Ferrari F50 versteigert für 2,3 Millionen. Das war ein Auto, was sich vorher kein Mensch ansehen konnte, weil es einfach nicht ging. Und das zeigt also, dass das Interesse an den Fahrzeugen da ist. Und wenn die Dokumentation gut genug ist, dann werden die Fahrzeuge also auch online gekauft. So, jetzt habe ich hier noch eine Frage von dem Herrn Gebert. Was empfehlen Sie Kunden beim Thema Gutachten, insbesondere wenn es nachher einen Schadensfall gibt und das Gutachten nicht existent oder nur ein Kurzgutachten ist? Wenn es nur ein Kurzgutachten ist im Schadenfall und das Fahrzeug ist... Welchem Schadenfall? Bitte? Das ist auch noch eine Geschichte. Welchem? Ist das ein Kasko oder Haftpflicht? Ja, da müsste man vielleicht jetzt wissen, Herr Gebert, welcher Schadenfall gemeint ist. Kaskofall oder was anderes? Wenn das ein Kaskofall ist, dann natürlich ist das Kurzgutachten ausreichend, vorausgesetzt, dass es aktuell im Schadensfall beim Fremdverschulden wird der Wert neu ermittelt. Das ist ganz normal und üblich. Gut, kommen wir wieder. Wenn sich Herr Gebert noch einmeldet, können wir das vielleicht nachher noch behandeln. So, ich habe jetzt eine Frage von Herrn Schöfisch. Der schreibt uns, ein geschickter Anwalt macht daraus eine zugesicherte Eigenschaft, wenn der Käufer in einem fallenden Markt plötzlich den Preis
nicht mehr bekommt. Jetzt lasse ich den Käufer das Gutachten immer selber machen. Finde ich schade als Full-Service-Dienstleister. Da verstehe ich im Moment die Fragestellung nicht genau, was jetzt die zugesicherte Eigenschaft sein soll. Geht es da um die Zustandsnote oder? Die Beweglichkeit Oldtimer, dadurch wird auch schon eine Eigenschaft zugesichert. Ja, Herr Schöfisch, wenn Sie sich da vielleicht kurz einmelden könnten, hier über eine Sprachnachricht, dann wäre das vielleicht einfacher, denn so weiß ich im Moment nicht, was mit der zugesicherten Eigenschaft gemeint ist. Ich gehe da nochmal eben runter. Der Preis und die Zustandsnote. Nein, ein Preis kann nie eine zugesicherte Eigenschaft sein. Eine Zustandsnote kann eine zugesicherte Eigenschaft sein, wenn es ein Vollgutachten ist und wenn erkennbar im Kaufvertrag darauf Wert gelegt wurde. Es gibt da widersprechende Gerichtsurteile, ich kenne sie, aber es ist nicht zwangsläufig eine Zustandsnote. Also, es ist nicht zwangsläufig eine zugesicherte Eigenschaft. Ah, Herr Schöfisch, Sie müssten sich einfach kurz melden, dann kann ich Sie freischalten. Ah, danke, gute Antwort, Schreiber. Ich freue mich auf jeden Fall. So, jetzt habe ich also hier noch unter den eingereichten Fragen eine Frage, das ist wahrscheinlich eher was für dich. Da geht es darum, jemand hat ein Fahrzeug, das extrem umgebaut ist und kein H-Kennzeichen hat, ob wir das bewerten können. Selbstverständlich, wir bewerten alles. Das H-Kennzeichen ist kein Indiz dafür, ob ein Fahrzeug bewertet werden kann oder nicht. Wir bewerten auch moderne Fahrzeuge, Youngtimer, Exoten, die ganze Bandbreite. Also kein Problem, nur zu. Ja, das ist vielleicht eine Geschichte, es wird gerne mal verwechselt. Viele meinen, dass das H-Kennzeichen, was ja für die Voraussetzung für einen niedrigen Steuersatz von 192 Euro pauschal im Jahr ist, wäre für eine Oldtimer-Versicherung wichtig. Früher gab es Versicherer, die teilweise in ihren AGB aufgelistet hatten, dass das Fahrzeug ein H-Kennzeichen haben muss. Ich kenne jetzt allerdings keinen mehr, der das macht. Denn letztendlich kommt es bei einem Fahrzeug nur darauf an, wie der Zustand ist und dass der Wert passt. Die Frage nach der Originalität, die ist erstmal zweitrangig. Wenn das Fahrzeug extrem umgebaut ist, dann ist vielleicht das H-Kennzeichen weg. Das ist möglich. Das kann sogar indirekt Einflüsse auf den Wert haben, auf jeden Fall. Aber ansonsten ist es kein Thema, so ein Fahrzeug ohne H-Kennzeichen auch zu bewerten oder zu versichern. So, da habe ich jetzt den Herrn Julian Straberger. Wie kann man den Wert seines Fahrzeugs bei einer Running Resto, laufende Restauration, trotz Zulassung am besten für die Versicherung abdecken? Zwischenzeitliche Kurzgutachten? Ja. Richtig. Ich sage mal, das ist so ein exotisches Produkt, was wir in der Form nicht im Programm haben. Aber was in der Regel da gemacht wird, man macht eine Kurzbewertung für das Fahrzeug, so wie es sich jetzt darstellt. Entweder im schlechten Zustand oder im teilrestaurierten Zustand. Und alle paar Wochen kommt der Sachverständige bei Ihnen oder in der Werkstatt vorbei. Und dann das Wichtigste, er dokumentiert den Fortschritt. Das ist ganz wichtig. Der Arbeitsfortschritt wird dokumentiert. Und wenn sich durch den Arbeitsfortschritt, der natürlich schon erreicht ist, der Wert ändert, dann braucht man natürlich kein neues Kurzgutachten machen. Das ist nicht nötig. Dann kann man quasi so eine Art Excel-Liste machen, wo man das Datum einträgt, den Umfang der vorgenommenen Arbeiten und dann quasi als letzte Zeile den Wert, den das Fahrzeug dadurch jetzt hat. Es ist also nicht erforderlich, dass Sie jetzt alle 2-3 Monate ein Kurzgutachten machen müssen. Das nicht. Das macht man in der Regel dann nachher, wenn das Fahrzeug komplett ist. Dann macht man Vollgutachten, um zu dokumentieren, wie der Wert nach Fertigstellung ist. So, jetzt haben wir eine Frage von Alexander. Wie hoch ist der Aufwand, ein Fahrzeug von Note 2 auf Note 1 zu bringen? Auf welche Prüfpunkte wird bei Note 1 zusätzlich geschaut? Was für dich? Nur auf den Zustand. Wenn das Fahrzeug gravierend den Zustand, das ist manchmal zwischen der Zustandsnote 1 und 2 können Welten liegen. Zustandsnote 2 kann ein Auto sein, das noch nicht restauriert worden war, aber gut in Schuss ist, wogegen Zustandsnote 1
das setzt schon eine Vollrestaurierung voraus. Ein neuwertiges Fahrzeug, das immer vor 30 Jahren abgestellt worden war, ist 0 Kilometer gelaufen. Ich stelle den trocken in der Halle und denke, ich hätte jetzt immer noch den Zustand 1. Das ist nicht der Fall. Sie haben Standschäden. Also das Fahrzeug muss vollumfänglich einsatzbereit sein und neuwertig. Ungefähr nochmal plastisch darzustellen am Beispiel des Lackes. Wenn Sie ein Fahrzeug haben, das in Note 2 ist und auch der Lack ist in Zustand 2, dann können Sie einen Lack, der in Zustand 2 ist, nicht einfach durch Aufpolieren oder Nachpolieren auf Zustand 1 bringen. Zumindest schwer, sage ich jetzt mal. Zumindest schwer, das Ganze. Also da kann es natürlich passieren, dass unter Umständen das Fahrzeug demontiert werden muss und neu lackiert. Es ist also in der Regel nicht damit getan, dass man einfach jetzt aufpoliert und die Sache optisch verbessert. Ähnlich ist es mit dem Motor. Motor in Zustand 1 setzt immer voraus, dass sämtliche Aggregate komplett neu sind. Und wenn Sie jetzt einen Motor haben, der vielleicht ein halbes Jahr gelaufen ist, vielleicht nur ein paar hundert oder ein paar tausend Kilometer, um den wirklich in den Zustand 1 zu bringen, müsste man im Prinzip zumindest eigentlich die kompletten Innereien komplett austauschen. Sofern Abnutzungsspuren oder überhaupt Benutzungsspuren sichtbar sind. Ja. Und deswegen sehen Sie auch, gerade im Bereich, nicht nur von Oldtimer, speziell im Youngtimer-Bereich, ist die Preisschere zwischen Note 2 und Note 1 sehr, sehr groß. Sie haben das im Youngtimer-Bereich häufig. Der Zustand 2 ist vielleicht 8.000 Euro und der Zustand 1, der kann sein 15.000, 16.000, 17.000 Euro. Das ist eine Differenz, die es bei klassischen Oldtimern so nicht gibt. Aber weil diese Fahrzeuge eben teilweise auch sehr aufwendig zu restaurieren sind, geht bei Youngtimern die Schere dann noch ein bisschen weiter auseinander. Noch gravierender ist es dann zum Beispiel bei LKWs und bei Bussen. Wenn Sie jetzt einen Bus in der Zustandsorte 2 haben, egal ob es auf zum Wohnmobil umgebaut, dann ein LKW, Zustandsorte 2, dieses Fahrzeug in die Zustandsorte 1 zu verbringen, ist enorm aufwendig. Der Preisunterschied kann zum Beispiel liegen, wenn Sie in der Zustandsorte 2 40.000 Euro haben für einen interessanten Bus, kann in der Zustandsorte 1 100, 120, 150.000 Euro liegen. Also das ist immer so der Unterschied, der ist aber fahrzeugspezifisch. Man kann nicht alle über einen Kamm scheren und sagen jetzt so, da ist eine feste Größe vorhanden zwischen so viel und so viel Prozent zwischen der Zustandsorte 1 und 2. So, jetzt haben wir noch eine Ergänzung. Der Herr Straberger fragt, Ergänzung zur Frage von Alexander, somit wird ein Fahrzeug mit nachgerüsteten Neuteilen höher bewertet als ein Fahrzeug mit originalen Teilen. Nein. Richtig. Ist aber auch, die Frage ist auch zu pauschal. Ich weiß nicht, vielleicht geht es jetzt auch um die Frage, um den Unterschied Originalität und Zustand. Ja, oder Neuteile, originale Neuteile oder moderne, nachgebaute Neuteile. Da müsste man auch noch differenzieren. Selbstverständlich sind Originalteile im Neuzustand, sofern sie von dem jeweiligen Fahrzeughersteller stammen, wertvoller als wie war die Frage nochmal? Jetzt habe ich mich jetzt vergaloppiert. Nachgerüstete Neuteile. Ja, nachgerüstete Neuteile. Also neu ist neu und original ist original. Das ist eigentlich wurscht. Oder einfach mal festgemacht an Punkt Verkehrssicherheit. Wenn Sie ein Fahrzeug haben mit einem originalen, aber ausgeschlagenen Querlenker, dann ist dieses Fahrzeug natürlich weniger wert als ein Fahrzeug mit einem nachgebauten, nachgefertigten Querlenker, der aber absolut auf dem Stand der Technik ist. Eine andere Geschichte wiederum ist es, wenn Sie, ich sage jetzt mal, nicht nachgemachte Ersatzteile haben, aber Ersatzteile oder Zubehörteile von Zweitlieferanten. Wenn Sie zum Beispiel originale Commodora-Felgen an Ihrem Alfa Romeo oder Lancia haben, dann ist das natürlich wertvoller, als wenn Sie eine Felge haben, die exakt so wie die Commodora-Felge aussieht, aber vielleicht aus Zweitproduktion stammt, aus irgendeinem Land oder von irgendeinem Hersteller, der einfach nur das Design kopiert hat. Das ist natürlich dann weniger wert. Das ist ganz klar. Ich hoffe, Ihre Frage ging in die Richtung. Ja, also genau. Der Herr Straberger hat also geschrieben, Verschleißteile natürlich ausgenommen, das, was wir gerade erklärt haben.
So, der Herr Schöffmann hat noch eine Frage. Wert und Note sollte auch getrennt werden, beziehungsweise darauf hingewiesen werden. Eine Note 2 kann doch mehr Wert haben als Note 1. Sehe ich? Da ist was dran. Richtig, genau, genau. Wenn Sie also ein Fahrzeug haben, das grundsätzlich eigentlich nur in Note 2 ist, aber entsprechend viele Extras hat, das haben Sie besonders im Fall von Mercedes S-Klasse, BMW 7er, also alles Fahrzeuge, die man durch eine ganze Menge Extras im Wert unheimlich nach oben treiben konnte, da kann es passieren, dass ein Fahrzeug in Note 2 mit vielen, vielen Extras mehr Wert ist als ein Fahrzeug in Note 1 und der Basisausstattung. Oder zum Beispiel original erhaltenes Fahrzeug mit Patina. Sehr, sehr gesucht und sehr wertvoll, momentan sehr interessant. Jetzt hast du ein Fass aufgemacht. Jetzt haben wir fast gemacht. Ja, warum nicht? Dafür sind wir ja hier. Solche Fahrzeuge im Erstlack, Besitzerkette nachvollziehbar, Geschichte nachvollziehbar, liegen natürlich preislich sehr oft über dem restaurierten Fahrzeug in der Zustandsnote 1. So, jetzt ist es im Moment wie bei Kuhlenkamp früher im Fernsehen oder wie bei Gottschalk. Man winkt mit der Uhr und wir müssen uns verabschieden. Ist aber auch nicht ganz so tragisch. Unsere Mitarbeiter sind den ganzen Tag per Videochat am Stand live erreichbar. Die können die ganzen Fragen noch beantworten. Wir stehen Ihnen alle zur Verfügung. Und ansonsten schauen Sie am Messestand vorbei. Wir haben ein Gewinnspiel. Sie können sich kostenlos die 4000 Preise angucken. Wir haben unsere Oldtimer-Checkliste zum Download. Und Sie können sich auch ein kleines Video ansehen, wie wir arbeiten. Ja, und ansonsten bedanke ich mich und freue mich, wenn Sie Fragen haben, entweder am Stand oder einfach, wenn Fragen bleiben, schreiben Sie uns eine E-Mail über die Website oder rufen Sie uns an und irgendwann sehen wir uns vielleicht mal wieder auf einer Messe wieder. Vielen Dank, Herr Schöffmann.